So, Dalle, heute gucken wir mal wieder ins Innere von einem Produkt. Und zwar geht es hier drum. Wir sehen schon Star Trek. Und zwar ist das hier ein USS Enterprise Dorchheim. Das ist was für die Leute, die schon ein bisschen älter sind, die noch TOS kennen, also die originale Star Trek Serie aus den 60ern, glaube ich, war es. Da gab es so Wandpanel neben den Türen, die Dinge bedient haben. Und das hier soll wohl Nachbau hiervon sein. Mal gespannt. Habe ich geschenkt bekommen. Entsprechend, ja, mal schauen. Braucht dreimal AA-Batterie. Das ist schon für mich immer so ein Zeichen. Mäh. Weil drei Stück, die kriegt man meistens in Viererpackungen. Da hat man drei eingebaut, eine fliegt rum. Nicht ganz so schön, aber gut. Würde ich sagen, schauen wir mal ins Innere. Die Packung hat eh schon ein paar Dellen abbekommen. Also ich glaube, da werden auch die Hardcore-Star Trek-Fans, die jede Packung sammeln, jetzt nicht böse werden, wenn ich diese hier öffne. Ich weiß, Sammlerstücke und so, da ist das immer ein Problem. Ach, die war schon offen. Okay, die war sogar schon offen. Dann würde ich sagen, raus damit. Das ist besser. Jetzt komme ich auch einfach mit meinen Fingern dran. Und tada, da sind wir. So, Packung irgendwo hin, wo sie nicht kaputt geht. Ah, schauen wir mal. Star Trek Enterprise Dorchheim Instructions. Wir haben einen Operation Mode Switch, einen Intercom Button. Sensor Direction Switch, Volume Switch. Aha. Also wir können anscheinend eine Volume machen, irgendwas mit Lautstärke. Wie wir die Batterien installieren, ja, ich glaube, das kriegen wir hin. Man soll keine wieder aufladbaren Nickel-Cadmium-Batterien da mischen. Das heißt dann, dass das Design hier wahrscheinlich schon deutlich älter ist. Weil Nickel-Cadmium darf eigentlich schon lange, soweit ich weiß, nicht mehr vertrieben werden. Wir können High oder Low wählen bei der Lautstärke. Door Mode. Set the Operation Mode Switch to the Position. Das heißt, der Turbolift-Türöffnungssound wird abgespielt, wenn der Sensor aktiviert wird. No Detection heißt No Detection. Ja, ist klar, Sensor ist aus. Und der Red Alert Mode. Dann wird der Red Alert Klaxon. Muss ich das Wort kennen? Wenn der Sensor aktiviert wird, abgespielt. Okay, wir können roten Alarm machen. Intercom-Button ist der Whistle-Sound. Okay, das kann ich mir noch vorstellen. Wie sieht es denn im Inneren aus? Wir haben ein Teil mit jeder Menge Plastik. Rotes Plastik hinten, ein bisschen Silber. Der Knopf hier dahinter, der fühlt sich seltsam an. Das könnte sogar ein Membran-Button sein. Rote Lampe, hier oben dieses, ja, war glaube ich auch eine Lampe. Das hier ist wohl unser Mode-Switch. Und der Grill hier mit wahrscheinlich einem Lautsprecher dahinter. Wenn ist er nicht groß. So, kriegen wir das hier raus. Oh, der ist mit Kabelbindern festgemacht. Also das ist wohl noch original. Nee, muss dran glauben. Ich möchte wissen, was da drin ist. Also, wir wollen das Ding ja am Stück behalten. Glücklicherweise kann man ja diese Teile hier etwas bewegen. Jetzt aber einmal öffnen, ohne zu beschädigen. Kriegen wir hin. Und da sind wir dann auch schon. Auf der Rückseite nochmal das Batteriefach mit der Info Alkaline und Nickel Cadmium und so soll man nicht mischen. Der Direction Switch für die Tür und laut oder. Okay, unten ist lauter, oben ist leiser. Außerdem haben wir noch hier zwei Dinger, womit wir das aufhängen können und ein sehr seltsam aussehender Kreuz, der das Batteriefach festhält. Der sieht mir auch schon so aus, als ob sich da jemand mit einem unpassenden Schraubenzieher dran versucht hat. Denn die sind alle irgendwie, ich bin mir nicht sicher, also die Schrauben sehen alle jetzt nicht mehr ganz so heile aus. Ob da schon wer dran war oder ob das einfach vom Herstellungsprozess ist. Na gut, Schrauben müssen wir eh, sonst können wir auch nichts ausprobieren. Also gehen wir mal auf die Suche, wie immer, nach einem Schraubenzieher. So, werfen wir erstmal hier einen Blick in das Batteriefach, wie es da denn so aussieht. Mit etwas Glück ist es tatsächlich leer, denn ich will nicht wissen, wie lange das Ding rumlag. Ja, das sieht gut aus. Nochmal eine Warnung. Product may sound an alarm at random intervals. Okay, also wenn mitten in der Nacht plötzlich der rote Alarm losgeht, dann wisst ihr, die Batterien sind niedrig.
Das steht jetzt hier so da drin. Ja, okay, Moment mal. Was mich gerade ein bisschen wundert, wir haben etwas von Türsensor. Hier an der Seite ist noch was. Da sind so Fresnel-Linsen. Und ich gehe mal davon aus, dahinter sitzen dann Bewegungsmelder. So weiß der, wenn jemand durch die Tür geht. Verstehe. So, was hatten wir? Dreimal AA. Und was habe ich eben gesagt? Das sind natürlich immer Viererpacks. Na gut. Was haben wir denn eigentlich? 4,5 Volt, ne? Wenn wir dann keine 5 Volt Logik hier drin haben. Und? Okay. Nix. Ah ja, der ist ja auch in der Mitte. So, was funktionieren dürfte, ist der hier. Okay. Lautsprecher definitiv hier hinter. Was haben wir noch? Das hier müsste der Wash sein. Naja. Die Erkennung scheint genauso gut zu funktionieren wie bei meinem selbstgebauten. Und roter Alarm. Rote Lampe leuchtet schon mal. Und... ja. Was macht er das jetzt? Macht er das jetzt so lange, bis dass ich ausschalte? Oder? Ah, okay. Da ist Ruhe. So. Was war einstellen? Bleibst du aus? Was wir einstellen können, ist ja noch die Direction. Das heißt, wir können wählen, nur der Sensor auf der Seite, nur der Sensor auf der anderen Seite. Oder halt wie jetzt beide. Und wir können es halt noch leiser stellen. Das wäre dann... ja, ist deutlich leiser. Was ein bisschen seltsam ist oder schade ist, ich meine hier oben, das ist in der Serie eigentlich auch in irgendeiner Farbe am Leuchten gewesen. Bei Notizen oder sowas. Und vielleicht auch noch interessant, hört mal genau hin, hier bei diesem Rufston. Merkt ihr das? Wenn er oben angekommen ist von der Frequenz, dann gibt es eine kurze Lücke und dann geht es erst wieder runter. Ich denke, man kann es hören. Ich glaube nicht, dass das im Original so war. Ich gehe eher davon aus, dass das hier drin als ja nicht als Ton selbst gespeichert ist, sondern eher so als mathematische Funktion, wie er das selber generieren kann. Und in der Mitte schaltet er dann halt auf den Weg nach unten um. Und deswegen haben wir die Lücke da drin. Aber gut, ja, es ist offensichtlich ein Plastikspielzeug, was dafür gemacht ist, die Fans dazu besänftigen, dass es sowas gibt. Technisch wirklich aufwendig, schätze ich, ist es nicht, aber wir gucken mal rein, denn dafür sind wir ja hier. Ne? Wovon gehe ich aus? Naja, wir werden irgendwie einen Soundchip haben, wahrscheinlich auch so einen Kopf, also einen Chip, der direkt aufs Board gemacht ist, mit so einer schwarzen Masse drüber. Der wird dann einfach nur an den Taster sein, zwei IR-Licht, nicht Lichtschranken, diese Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder an den Seiten, die entsprechend dann noch über die Schalter gemacht sind. Lautstärkeregler, könnte sogar sein, dass einfach nur ein Widerstand ist, der dann über den Lautsprecher drüber geht, denn das reicht in den meisten Fällen auch aus. Was ich gerade sehe, was mich jetzt so ein bisschen wundert, hier steht Copyright 2017 und schon CBS Studios. Das sind die aktuellen Inhaber. Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt, weil Nickel-Cadmium 2017. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es in Amerika auch verboten ist, aber ich hätte es eigentlich vermutet. Mal davon abgesehen, ich gehe davon aus, dass es hier in Europa verkauft worden. Ja, Made in China, sollte klar sein, FCC-Marking, kein CE hier drauf. Das heißt, überhaupt keine Zulassung für den europäischen Markt. Ich ziehe die Aussage zurück. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Fairfax. Ah, ThinkGeek steckt dahinter. Das ist, glaube ich, so ein Online-Shop, der so Nerdware verkauft in Amerika. War früher, glaube ich, sogar einer mit der einzigen, die es gab. Das, daher sagt mir der Name noch was. Und, ne, gehst du auf. Irgendwo ist da noch ein Haken. Jetzt ist offen. Okay, doch mehr als ich gedacht hätte. Ich hätte gedacht, das ist nur ein Board. Und doch primitiver als ich gedacht hätte. Naja gut, wir haben hier hinten schon mal das Batteriefach. Das ist einfach direkt hier mit zwei Drähten in dieses Riesenteil. Dann haben wir an der Seite unsere zwei Passiv-Infrarotsensoren.
Das habe ich ja schon erwartet. Wir haben hier, was ist, okay, das sind nur zwei Kabel, die da hingehen. Wir sehen, die zwei Kabel gehen direkt auf diese zwei Pins. Und da ist eine rote LED dahinter. Ich denke, man kann sie unten sehen. Was interessant ist, das ist so eine LED, die oben flach ist. Das hat man relativ selten eigentlich eher. Hier das ist jetzt noch interessanter. Das ist nur der... Ah, okay, never mind. Das ist erstmal nur der Taster. Was mich gewundert hatte, wir haben ja vier Drähte hier rein, aber der Taster oder dieses Tasterboard geht hier direkt noch weiter hier oben hin. Daher kommt dann das hier. Taster selber ist ein relativ großer, möchte ich von der Nähe sehen, was da dahinter steckt. Schrauben alle direkt ins Plastik rein, kein Metall oder so dahinter. Ja, es ist tatsächlich hier so ein Membran-Switch, also so ein Membrantaster, wie man aus den Fernbedienungen kennt. Deswegen hat er sich auch so ja, eher schwammig, sage ich mal, angefühlt. Und ja, dahinter einfach noch nicht mehr vergoldete Kontakte. Das sind einfach die mit Kohle wohl aufgedruckten. Okay, das klärt das Mysterium des schwammigen Tasters. Wollen wir den mal wieder reingucken, dann gleich weiter. Das nächste ist das Board hier. Das brauchen wir, glaube ich, nicht rauszunehmen. Das ist der für diesen Schiebeschalter, um den Modus zu wählen. Da unten sieht man auch da unten drin. Das ist hier der hier und der gibt dann wahrscheinlich hier auch die Pins einfach drauf. Das geht dann direkt weiter auf vier Pins hier unten. Da hängt wieder so ein kleines, ganz kurzes Flachbandkabel auf das Board hier dran. Und das hat definitiv noch eine Bestückung auf der Rückseite, denn sonst funktioniert das nicht. Was wir sehen können, ist, dass es nur mit drei Schrauben fest ist. Drei Kondensatoren hier oben, die irgendwie komplett quer da drauf liegen. Hauptsache es passt irgendwie. Das mit den Kondensatoren dürfte wahrscheinlich für Audio sein. Das klingt schon mal in die Richtung. Wir haben hier unten noch einen Widerstand. Und ja, sonst nicht viel. Alle Kabel gehen hier dran an dieses eine Hauptboard, sage ich mal. Inklusive hier diesem Schiebeschalter, das ist der für die Lautstärke. Ja, das ist der für die Lautstärke. Das wundert mich auch, dass der einfach hier freistehend ist und die Drähte sind einfach unten dran gelötet per Hand. Okay, allgemein wundert es mich, dass man das nicht irgendwie auf ein Board hier gequetscht hat. Einfach ein Board hier L, das könnte man dann alles schön da drauf festmachen. In einem Stück automatisch produzieren. Das hier sieht mir noch sehr viel Handarbeit aus. Und hey, da ist doch noch mehr drauf. Wir sehen hier unten den Lautsprecher. Der hat nochmal einen Gummi dahinter. Irgendwie so Schaumstoff, um den an Ort und Stelle zu halten. Jetzt gucken wir mal, ob wir das hier gedreht bekommen. Und ich war halb richtig. Wir sehen schon mal den Chip on board. Wir sehen noch einen anderen Chip dahinter. TM2291, wie es aussieht. Jede Menge Flachsreste. Ich glaube, wir machen mal gerade ein Bild und dann gucken wir uns das mal in groß an. So, ich habe mir dann hier das Board mal wieder in GIMP reingezogen. Das Ganze ist wieder passend gespiegelt, sodass wir Ober- und Unterseite übereinander liegen haben. Also nicht wundern, wenn der Text nicht ganz lesbar ist. Auf der Oberseite selber haben wir ja gesehen, da ist nicht wirklich viel drauf. Wir haben hauptsächlich halt hier in der Mitte diesen großen Schalter, der die Richtung umschaltet, war das ja, glaube ich. Das heißt also, welche von den Bewegungsmeldern wir berücksichtigen. Dann haben wir die drei Elkos hier an der Seite, verschiedene Größen. Ich vermute, dass sie mit dem Sound eventuell zu tun haben könnten. Ansonsten einen einzigen Widerstand hier, orange, orange, schwarz. Das wäre 330, 33 Ohm am Schluss. Und das war es im Prinzip von der Oberseite. Was wir auch sehen können, Oberseite komplett blank, nur das Bordmaterial, da sind also keine Traces. Keine Leiterbahnen auf der Oberseite, die sind alle auf der anderen Seite. Und da hat man sich anscheinend ein bisschen Mühe gegeben, denn es gibt auch, soweit ich das hier sehe, keine Jumper, also keine Drahtstückchen, die hier auf der Oberseite laufen, um entsprechend über andere Leiterbahnen drüber zu springen. Das sieht man sonst durchaus schon mal häufiger. Und ein bisschen Komplexität ist da auch drin. Das können wir sehen, wenn wir auf die Unterseite gehen. Wir haben sie eben ja schon mal ganz kurz gesehen.
Hier, so sieht sie jetzt komplett aus. Generell, ich hatte natürlich halbwegs recht. Wir haben einen großen Blob hier, noch einen zweiten Blob hier oben und dann einen anderen großen Komponenten hier ein und hier ein Transistor oder sowas. Allgemein, was zu sehen ist, hier sind sehr viele Flussmittelreste, die überall auf dem Board verteilt sind. Kann man nur hoffen, dass das ein Flussmittel ist, welches das Boardmaterial nicht mit der Zeit angreift und so dann Schäden verursacht. Was man auch noch relativ gut sehen kann, sind die beiden hier. Da sind 0 Ohm Widerstände, relativ groß. Und die nutzt man hier für diese Brücken über andere Leiterbahnen drüber. So hat man sich dann diese Jumper gespart auf der anderen Seite. Denn am Ende, das Board wird ohnehin SMD bestückt. Ob man da jetzt noch eine Komponente mehr oder weniger macht, das ist preislich meistens nicht wirklich relevant. Oder wenn, dann immer noch günstiger, als halt so einen Draht einzulöten, der dann durchgesteckt ist. Ja, ansonsten, was wir auch relativ gut sagen können, ist, dass dieser Chip hier wahrscheinlich fürs Audio zuständig ist. Zum einen, weil hier in der Ecke, da kommen die Drähte vom Lautsprecher rein. Aber auch die Drähte, ich glaube, hier müsste das irgendwo sein, von dieser Lautstärkeumschaltung. Die sind auch hier in der Ecke. Und auch wenn wir sonst hier gucken, wir haben hier unten, glaube ich, das müsste die Taster und die LEDs sein. Die gehen hier in den Chip, wenn wir die Traces nachverfolgen. Wir haben hier oben die Mode Selection mit dabei, wo wir auswählen, ob wir den roten Alarm oder diesen Türsound wollen. Auch die gehen hier rein. Also alles spricht dafür, dass hier drin der Sound generiert und entsprechend dann auch ausgegeben wird. Was mich ein bisschen wundert, der Lautsprecher ist ja hier. Das passt nicht so ganz mit meiner Vermutung, dass die Elkos damit noch was zu tun haben, weil die in einer komplett anderen Ecke sind. Das klingt schon fast so, als ob hier auch noch ein kompletter Verstärker und alles mit drin ist. Und alles, was mit Audio zu tun hat, hier innen drin passiert und der wirklich direkt den Lautsprecher ansteuert. Ansonsten, was wir haben, ist der Chip, den haben wir eben ja schon gesehen, das ist der TM2291. Was man gut sehen kann, wir haben hier immer solche Paare mit einem Widerstand und einem Kondensator. Das ist so mehr oder weniger klassisch für irgendwelche Verstärkerschaltungen. Und mehr oder weniger ist das auch eine. Das hier ist nämlich der Chip für die IR-Sensoren, also für die passiven Infrarot-Bewegungsmelder. Die hängen hier mit dran. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich würde schätzen, dass die dann hier irgendwo reinkommen. Das waren ja alles einzelne Drähte. Das würde dann ja auch passen, dass der sich hier dann um die ganze Auswertung von diesen IR-Sensoren kümmert und entsprechend dann nur noch ein einziges Signal hier unten irgendwo runtergibt, sodass der Chip darauf reagieren kann. Der Transistor hier, nicht viel zu finden, 965N. Ich habe einen PNP-Transistor gefunden, 45 Volt, 100 mA. Das ist das Einzige, was halbwegs in die Richtung geht, was hier passen könnte, aber ja, keine Garantie und so. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher, wie das hier alles zusammenhängt, weil das hier ist ja der Mode Selection Switch. Das heißt also, dieser Schalter hier, der zählt irgendwie eher hier oben zu dem. Gleichzeitig bin ich mir aber noch nicht so ganz sicher, warum der hier noch einen externen Transistor bräuchte. Weil eigentlich gibt er ja ein TTL-Signal, schätze ich, aus und das wird hier direkt reinlaufen können. Aber irgendeinen Sinn wird das bestimmt machen. Das überlasse ich dann mal den Designern. Was wir dann noch haben, ist hier oben ein Blob. Da bin ich mir nicht so 100% sicher, vor allen Dingen, weil nicht wirklich viel an Traces rein und rauskommt. Was ich mir vorstellen kann, hier oben in der Ecke, da kommen auch die Kabel von der Batterie an, dass hier drunter vielleicht irgendeine Art von Spannungsregler ist, der die Spannung für die ICs hier ein bisschen stabilisiert. Generell mit 4,5 Volt und runter bis, was weiß ich, was werden das sein, 3 Volt, 2,5 Volt. Das sind eigentlich Spannungsbereiche, wo so Chips auch ohne vorherige Regelung laufen dürften, aber sonst kann ich mir nicht vorstellen, was hier noch zusätzlich sein soll, einfach weil nichts da ist, wo es hingehen könnte. Und das hier ist ja definitiv, wenn wir hier gucken, irgendwas mit Strom, wo der verteilt wird. Aber gut, genug hier rumgerätselt. Am Ende ist es einfach das, was man erwarten kann bei hier sowas. Wir haben ein möglichst günstig aufgebautes Modul,
was die Grundfunktion, die wir hier brauchen, irgendwie abdecken kann. Man hat versucht, Geld zu sparen durch die einseitige Bestückung, durch den einseitigen Platinenaufbau, durch die Nutzung halt hier von COPS. Also da ist im Prinzip ein IC, der direkt mit den nötigen Drähten auf die Platine gelötet ist. Da hat man quasi das Gehäuse weggelassen, was hier dabei ist. Man hat es nicht sauber gemacht, wie wir sehen. Und ja, allgemein sieht das hier so aus, als ob es wirklich für die Massenproduktion gedacht ist und man entsprechend darauf optimiert hat. Okay, bauen wir das mal wieder alles hier schön zusammen. Was wir auch sehen hier oben, da ist gar nichts dahinter. Es ist aber semi-transparent, also da könnte man noch etwas hacken, wenn man Interesse daran hätte. Irgendwie eine RGB-LED, eventuell ein paar Neopixel, so ein Neopixel-Panel dahinter, dass man verschiedene Farben machen kann. Das sähe bestimmt auch nicht schlecht aus. Wobei es natürlich den meisten eher darum geht, nicht, dass es schön blinkt, sondern dass es so blinkt wie in der Serie. Da müsste man mal schauen, wie es in der Serie aussah, ob das überhaupt da irgendwas gemacht hatte. Aber ich meine mich zu entsinnen, dass das teilweise zumindest mal weiß geleuchtet hatte, eventuell sogar in Farbe. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, Neopixel dahinter, dann hat man diesen Effekt auch. Ansonsten, ja, man sieht sehr viel Zeugs, was wir halt auch schon selber verbastelt haben. Die IR-Sensoren, das ist im Prinzip genau dasselbe, was da auf diesen Modulen ist, die ich hier selber verbastelt habe. Da können wir mal einen rausholen. Ich glaube, die sind nur gesteckt, oder? Nee, scheinen auch geklebt zu sein, aber wenn man von der Seite guckt, da ist auch dieses Fenster, dieses rechteckige. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das dasselbe ist, ist recht groß. Nur, dass halt die Linse hier an der Seite mit drin ist, wie wir sehen. Das ist hier einfach so eine Scheibe und nicht, wie das bei mir war, diese Halbkugel, die da oben drauf hängt. Okay, alles wieder zusammen. Sieht gut aus. Ich würde mal sagen, dann machen wir den Deckel wieder zu und betrachten das hier als, ja, okay, kann man machen. Ist jetzt technisch nicht so aufwendig, aber hey, ein schönes Gimmick. Und naja, wenn ich den roten Alarm dann zumindest mal auslösen kann, was ja theoretisch recht einfach möglich sein sollte, indem ich irgendwie entweder den Sensor hier überbrücke oder den wirklich als Bewegungsmelder benutze. Dann kann man damit bestimmt auch ein bisschen Spaß haben. Irgendwie so als Alarmsound benutzen, wenn, was weiß ich, irgendein Monitoring auslöst. Wobei die reagieren doch auf Temperatur, oder? Kann man das Ding hier als Rauchmelder bezeichnen? Oder Flammenmelder wäre es ja eher, nicht Rauch. Reagiert ja nur auf Hitze. Ja, gut. Mal schauen, irgendwo werde ich das Ding wohl unterbringen. Wäre noch wahrscheinlich, wenn es läuft, nicht mit Batterie. So viel kann ich schon mal sagen. Oh, und da ist doch ein Insert drin. Also hier fürs Batteriefach haben sie immerhin so ein Metallgewinde spendiert, dass hier die Schraube, die im Übrigen auch da drin fest ist, also nicht verloren gehen kann, dass die nicht da die ganze Zeit rein und raus aus dem Plastik geht und das da ausleiert. Ja. Wenigstens etwas. Wie gesagt, ein paar Designentscheidungen hier in der Kiste, die mich dann doch verwundern. Ich hätte das, so wie das aufgebaut ist, so wie es beschriftet ist, wäre ich sehr stark davon ausgegangen, dass das ein älteres Design ist. Nicht 2017, wie es hier drauf steht. Dafür sieht das eigentlich von der Machart nicht so aus, als ob das in dem Zeitrahmen hergestellt wurde. Aber nee, es tut halt seinen Job. Ist als Spielzeug halt klassischer Vertreter, würde ich sagen. Und ja, generell würde ich sagen, der hier, der tut, was er soll.